fragt der Pistenjörg. Das ist der ehrlichste Pistenbericht der Welt aus dem persönlichsten Skigebiet im Berner Oberland. Wir schauen mit dem Pistenchef, wie gut die Verhältnisse wirklich sind. Ja, wir haben wirklich winterliche Temperaturen. Ihr seht im Hintergrund, wie die Sonne drückt Licht durch den Nebel durch, wie auch heute haben wir am Morgen haben wir bedeckt gehabt. Also den ersten Tagen sieht es eigentlich so aus, dass es eigentlich am Anfang sollte winterlich bleiben. Sicher kälte Temperaturen, wie es eigentlich um diese Jahreszeit auch darf sein. Er hat dann eben nächste Woche hat er zwischendurch etwas Schneefall drin. Wie das genau kommt, das soll mal sicher ein bisschen wechselhaft werden. Aber sicher winterliche Temperaturen. Die Sonne wird sich vielleicht nicht so präsentieren, wie man es gerne hätte, aber also von den Pistenhaaren haben wir auch wirklich ausgezeichnete Verhältnisse, wie wirklich jede Piste. Wir können jedes Angebot führen. Wir sagen das mit der Langlaufloipe, Schlittelwege, mit dem längeren Schlittelweg ins Böscherie da hier und dann eine Alpiste offen, Albani offen, so wie es eigentlich sollte sein um diese Jahreszeit, wie man so gerne hat. Also was wir am Wochenende für Angebot haben, das ist am Samstag haben wir der Famigross. Das ist ein Familienskirennen. Familienmitglieder von 3 bis 5 Personen können mitmachen. Das ist ein leichter Riesenslalomkurs, wo wir ausstecken und vom ersten, wo der Starttörli durchfährt, wird Zeit gemessen bis dann, wo der letzte dann das Ziel durchgefahren wird. Und am schnellsten war es, von allen Zeitenhaaren hat eigentlich am Schluss gewonnen. Ja, Schlittenhundenrennen haben wir eigentlich auch jährlich. Auf dem Talboden findet das statt, vom Dorf Richtung Simmenfeld um und zurück. Sie haben verschiedene Kategorien. Also sicher für zuzugucken nochmal interessant, was die eigentlich auch auf den Arbeitleisten da. In der Werkstatt sind wir eigentlich gerade aus Pistenfahrzeug. Rennen von der Stunde, was wir diesen Winter machen, haben eigentlich Halbzeit. Und jetzt sind wir gerade ein bisschen im Service machen, sei das einen Ölwechsel machen, die Traupe auf, diverse Schraubenkontrollen machen, dass das Zeug um im Schuss ist, dass wir den Rest vor Saison noch pannenfrei probieren durchzufahren. Alle Leute, die im Februar noch Ferien haben, wünschen sicher eine unfallfreie Ferien und geniessen es. Bis zum nächsten Mal.